Am Wochenende fanden die dritten Hammer Highland Games auf dem Gelände des Brauhofs Wilshaus statt. Am Start waren 7 Teams, die in den 4 Disziplinen Tauziehen, Baumstamm werfen, 80 Yard laufen und Stein werfen um die Ehre kämpften. Am Ende dieses Films kommen wir außerdem dem Geheimnis näher, ob der echte Schotte denn nun etwas unter seinem Kill trägt oder nicht. 4 Meter lang, 37 Kilo schwer. Wenn man das um den Kopf kriegt. Haben Sie trainiert dafür? Ja, selbstverständlich. Wir trainieren seit 3 Monaten für dieses Turnier halt. Seit 3 Monaten? 3 Monate. Was haben Sie denn trainiert? Ja, Baumstamm werfen, Stein werfen, Tau ziehen und laufen. Von den Lionhearts, ist das richtig? Ja, richtig. Das sind echte Schotten oder? Ja, wir sind echte Schotten. Ich komme aus Schottland, geboren. Alle meine Kollegen in der Mannschaft, das sind 6 Mann, wir sind auch aus Schottland. Und haben Sie gewonnen? Ne. Noch nie? Aber immer der Spaß. Erfahrung habe ich gewonnen. Immer lässt der Alkohol und dann machen wir Sport. Welche Erfahrung haben Sie mitgenommen bisher? Der Baumwurf. Weil ich habe das nie in meinem Leben gemacht und das erste Mal hier in Hamm habe ich das in der Hand. Das ist eine richtige Technik dabei, wie man das wirft. Ja, ich habe gehört, in Schottland sind die noch 2 Meter länger und noch 20 Kilo schwerer, die Stämme, ne? Der Rekord ist in Kanada, ist über 6 Meter 5. Die Stämme sind aber auch größer, ne, in Schottland. Schottland ist breiter auch und kräftiger, aber langsam, ich glaube, wir würden auch irgendwann auf Profi. Aber Rückenschmerzen kriegt man nicht nach dem? Nein, eigentlich nicht. Der Trick ist, immer die Arme lang zu halten, den Rücken gerade, dass der Gewicht von der Baum ist auf der Schulter und der Trick ist mit der Schulter, dass es dreht. Okay, vielen Dank, viel Glück weiterhin. Ne? Dankeschön. Das ist das Team von Papa Bär, wie man unschwer erkennen kann. Der Bär kann leider nichts sagen, er kann nur freundlich lächeln. Und winken. Aber der Team-Captain von Papa Bär steht auch neben mir. Sie sind der Herr? Holger Wissemann. Herr Westermann, wie haben Wissemann. Sie... Wissemann. Genau. Okay, wie haben Sie ihn trainiert? Gar nicht. Gar nicht, das Gar ist die nicht. Taktik. Wir haben jetzt zum dritten Mal nehmen wir dran teil und wir trainieren vorher nie, sondern wir nehmen hier nur aus Just for Fun und außer Zusammengehörigkeitsgefühl aus alten Zeiten dran teil. Die Konkurrenz, wie schätzen Sie die ein? Ja, wir haben ja noch die Kollegen vom Fit24, die werden also dieses Jahr, weil die mit mir und auch zusammen trainiert haben, wohl hier einiges abräumen wir. Und der Bär ist die große Unterstützung, das ist der Joker quasi? Das ist unsere Motivation. Der Bär kann leider nichts sagen. Wie heißt er denn überhaupt? Das ist mein Bruder Frank. Ach, der Bär hat keinen speziellen Kosenamen. Higgins. Der Bär kann doch sprechen, höre ich gerade. Wie heißt der Bär? Higgins. Higgins. Komm mir irgendwie bekannt vor. So, ich stehe jetzt hier neben Sigi Makai, das ist der Organisator der Highland Games. Welche Funktion genau erfüllen Sie hier? Ich bin einerseits der Schirmherr, also des Clan-Mitglieds, der Makais, und andererseits der Organisator der Highland Games selber. Nicht der Veranstalter, der ist Hybe, also Wildshaus. Welche Aufgabe ist das hier, die Sie erfüllen? Als Schirmherr hat man einerseits mit der Organisation zu tun und andererseits hat man für die Überwachung der Highland Games, dass sie richtig ablaufen, zu tun, die einzelnen Disziplinen. Okay, vielen Dank. Wie viel Alkohol geht denn so durch bei so einem Highland Games hier? Also den Whisky schenke ich ja nicht selber aus, das machen die Maltisten Westfalen. Das ist eine Gruppe von Whisky-Freunden, die machen ein Whisky-Tasting hier und was sie durchbringen. Sie haben 60 Sorten Whisky mit. Im traditionellen Sinne, tragen die Schotten unterm Kilt was oder nicht? Also, da sollte man jeder selber drunter gucken. Ja. Es gibt einen schönen Spruch in Schottland, der heißt, der Schotte poliert seine Schuhe nicht, denn dann könnte der Nachbar sehen, was da drunter ist.